Also, das sind ganz frühe Werke, wo ich die Malerei denunziert habe und die Farbintensität umnagelt habe, die Rahmen übernagelt, die Felder übernagelt, um dann diese Fläche einer Malerei, die ja eine Illusion bedeutet, näher an die Augen zu treiben, in die Realität unseres Lebens. Und der Betrachter ist dann hier so angezeigt, man könnte sagen, man sollte nicht mit den Fingern auf Leute zeigen. Also es ist eigentlich eine Unkunst, eine Unart, nicht so etwas zu tun. Aber gemeint ist in der Rezeption der Betrachter. Also die Kunst wirklich als ein Vehikel, ein Mittel für Kommunikation, im Sinne auch von Briefe schreiben, Briefe zerrissen, über einen Berg geweht und unerhalten, gerichtet an einen Unbekannten, also doch an den Betrachter, der vor diesen Liebesbriefen, kann man auch sagen, steht, eine Art innerliches Begehren, mit Menschen in Berührung zu kommen nach einer Zeit des Desasters in Europa, nach dem großen Krieg. Und wir sozusagen als Kinder dieser Ereignisse, als Schulderben auch bewusst, was ist da geschehen, haben sich versucht, Gründe zu geben, einen neuen Grund für Leben. Wir leben, wir sind für alles, nicht? Aber wir leben aus unserer benannten Zeit. So habe ich auch 1961 die Straße weiß gestrichen vor der Galerie Schmela in einer Zero-Demonstration. Und die Menschen haben mit den Füßen die weiße Farbe in die ganze Stadt getragen. Also das eine Neugründung eines Lebensanspruches junger Künstler. Das war der Charakter dieser Avantgarde in Ende der 50er Jahre. Ja, man kann sagen, Kunst ist alles. Also alles Material ist geeignet, um einen menschlichen, humanen Ausdruck zu formulieren, etwas bildhaft zu machen. Also so haben wir ja, und ich, Nägel und Material, Holz und Leinwand und das verbunden und zueinander gefügt, zu Werken gemacht, die aus der unmittelbaren Realität der Betrachtung und unserer Lebenswelt kamen. Und auch mit Rauschenberg habe ich dann später mal in den 60er Jahren gesprochen, wo er sagt, Sie müssen nur um den Block gehen und Sie finden alles, um ein Werk zu machen. Also dass wirklich aus dieser Wirklichkeit der täglichen Begegnung im Material, das auf der Straße liegt, einen Lebensausdruck zu schaffen, eine Chiffre, ein Zeichen, eine Gerätschaft, nicht eine Skulptur, sondern eine Gerätschaft wie Messer und Gabel, womit man Kunst essen kann. Um die Wahrhaftigkeit zu vergegenwärtigen, die Wahrhaftigkeit der Mittel und die Wahrhaftigkeit der Benutzung. Alle Illusionen in der Malerei waren Lügen. Und alle Idealismen waren Verführungen und bis zum Desaster. Nicht? Und so war die Quelle der Kunst in der Banalität des Alltags begründet. Das war der Brunnen für die schöpferische Kraft dieser jungen Menschen, wozu ich mich zählte. Und diese Hervorbringungen mit diesen Mitteln zu arbeiten, war ein Zeugnis unseres Lebensanspruches und damit unverwechselbar Gegenwart. Und die Illusionen, die auf Malereien erschienen aus der Vergangenheit, waren nach meiner Auffassung Lügen und waren nicht so verbunden mit der Wirklichkeit des Handelns und des Betrachtens, wenn man morgens aufsteht. Nicht? Das ist dann doch eine Betrachtung.
Diese Erfahrung, die ich machte, dass Menschen kamen, die ich vorher nie gesehen hatte, und dass diese russischen Soldaten einen Lebensausdruck verkörperten, dass ich sagen muss, sie mussten Schreckliches erlebt haben. Nicht? Also diese Prägung von überlebt haben bis hierher, nicht? Und dann vor der Tür stehen. Und das hat mich so tief berührt auch. Aber zugleich gab es sehr viel Neugierde und Einbruch und dann diese Überwältigung von Frauen, sodass ich mit einmal spürte, ich bin als einziger Junge hier mit 14 Jahren, 15 Jahren und kann meine Schwestern, meine zwei, Editha und Rotraud, und meine Mutter Charlotte schützen, indem ich unsere Haustür zunagle und innen mit Balken versehe und alle Fenster zunagle und Rollos runter und festnagle und dann über den Keller einen Ausgang mache, der dann hinten herumführt, wie die Vietnamesen das gemacht haben, wo ich ins Haus komme und wieder raus, um auch Lebensmittel zu holen, nicht? Aber es gab diese Bedrängnis natürlich sehr, sehr stark und in der Umgebung. Und das war ist ein traumatisches Erlebnis, zugleich erleben, dass die auf dem Meer versenkten Schiffe, das war jetzt auf einer Insel in der Ostsee, wo wir wohnten und wir Acker hatten, und da sind nun sehr viele Leichen von der Capacona und von anderen Schiffen, das waren dann Menschen aus dem Konzentrationslager und deren Wachpersonal, von Engländern bombardiert worden und an die Küste gespült. Und die lagen nun schon 6 Wochen auf Land und die russischen Soldaten konnten bei Westwind den Gestank gar nicht aushalten. Das ist gar nicht weit von hier eigentlich, nicht? Hinter der Lübecker Bucht. Und da haben wir zwei Jungs, wie wir waren, 14, 15 Jahre alt, das verscharren sollen am Strand, weil der Gestank einfach unerträglich war, nicht? Und so habe ich doch diese Menschen bis zuletzt begleitet, was doch mein Leben auch sehr traumatisiert hat. Und so habe ich ja in der Folge auch jetzt Tücher darüber gelegt am Strand, weil ich der Letzte war mit meinem Freund, Schulfreund, nicht? Der die Menschen begleitet hat bis zum Verscharren. Nicht so tief, aber es war viel Arbeit und sehr viel Erbrechen und so war ich der letzte Begleiter, und so habe ich einen Zyklus auch gemacht der Bedeckung von großen Tüchern, 3x3 Meter, die ich bemale und sozusagen als Totentücher am Strand verwende, und der Wind geht so da runter und das spricht so wie Barmherzigkeit. So, so. Ich habe in unserem Schweinestall, der etwas zerfallen war, es war ein Fachwerkgebäude mit Eichen, also Holzbalken, und da habe ich dann doch versucht, Skulpturen zu machen und hatte ein Porträt meiner Schwester Rotraud im Sinn und habe einen Holzblock zu einer Skulptur gemacht mit der Axt. Und dann, wo das dann fertig war, war es dann natürlich eben nur ein bildnerisches Porträt, nicht? Aber um dann auch diese Nähe zu ihr, ähnlich wie in einem afrikanischen Fetisch, nicht? Diese nicht nur eingebunden am Fetisch, das individuelle Sehnen und Wünschen, sondern auch das Befestigen und das Einnageln, wie im Kongo, nicht? So habe ich das dann so umschlossen, und so bekam diese Skulptur auch Strahlungsenergie. Das war so der Anfang im Schweinestall. Da war ich so wohl ja, Ende so 19, 20, 21 in dieser Zeit. Aber wir haben ja in der Landwirtschaft auch viel mit Werkzeug gearbeitet, nicht? Also das war, Denken und Handeln ist in der Landwirtschaft eins. Man denkt nicht vor und macht das übermorgen, sondern man macht immer gleich. Am besten, das Wetter ändert sich und so, ist man sehr spontan. Und das ist eine Prägung, auch die Feldarbeit, in meinen Werken kann man das sehen. Die langen Furchen und die
Punktationen, die Pflanzungen und alles das ist assoziativ verbunden mit meiner landwirtschaftlichen Prägung, auch mit der schweren Arbeit. Ich meine, auch Arbeit belebt, wenn man sich bewegt und so, wie Sie sehen. Und das ist eigentlich das Erfahrungspotenzial für mein Handeln, wie auch das Nageln. Also doch eine Betrachtung, man ist nachts von der Dunkelheit der Nacht umfangen und morgens steht man in dem hellen Tag und hat einen dramatischen, schwarzen, eigenen Schatten alleine in der Welt. Was für ein Drama. Wie kann ich das zum Ausdruck bringen, auch in der Gewissheit, dass in Hiroshima eine Atombombe gefallen ist. Mein Schatten ist das Sein einer individuellen Gegenwart und damit auch ganz in der neuen Deutungskraft. Welche Mittel sind möglich, um einen poetischen Charakter zu formulieren unserer anspruchsvollen Gegenwart? So geprägt auch natürlich von Tatlin und von Streminski und Malevich und so auch so Majakowski, der sagte, die Poesie wird mit dem Hammer gemacht. Nicht? Aus dieser Prägung komme ich aus dem Osten, aus der DDR, habe dort studiert und war dort in einem Internat und bin 1953 dann nach Westdeutschland gegangen, aus Berlin, aus Ost-Berlin, wo ich studierte. Und in die Akademie Düsseldorf, wo dann doch eine andere Gegenwelt zu dieser östlichen Vision eines anderen Deutschlands, eines antifaschistischen Deutschlands bestand in dieser Zeit. Aber durch meine Enttäuschungen nach dem Aufstand der Arbeiter in Berlin und in verschiedenen Städten Ostdeutschlands und dem Eingreifen der Sowjetunion in dieser Zeit, haben wir gesagt, wir müssen dieses Land verlassen. Das war der Grund, warum ich in den Westen ging. Aber auch, um eine Gegenwelt zum dialektischen Materialismus zu erkennen, in den Überlieferungen und in den Gedanken bei Bertram Russell, bei Sartre, bei Wittgenstein. Und was ist die denkbare geistige Wirklichkeit, die einmal Kandinsky formuliert hat, das Geistige in der Kunst 1910, und was den Anspruch erhebt, dass in der Kunst eine geistige Wirklichkeit mitteilbar ist. Impertinent, nicht? Das ist aufdringlich, das kann man nicht übersehen. Und wenn man sich bewegt, dann sieht man, dass sich da auch was bewegt vom Schatten, und man hat den Schatten des Tageslichtes, der ganze kosmische Zeitmoment auf dem Feld, nicht? Das als Feld, als Artikulation von vergänglicher Zeit, wie Sonnenuhren, die den Schatten erzählen, dass wir in einer ständigen Bewegung im kosmischen Zusammenhang uns befinden. Das, wenn Sie weiß sind, bedeutet es, dass Sie das Licht reflektieren. Es ist das Weiß, das nach dem Feuer, wenn man Metall verbrennt, so wie Titan oder Blei oder Zinn, kommt ein Weiß. Es ist sozusagen wie eine Marienerscheinung oder wie der Nebel, der sich über die Landschaft erbarmungsvoll legt und so. Es ist dann doch die Reinheit einer Begegnung, die Reinheit, wenn man das theologisch sieht, ist es auch Virgin, nicht? Das ist der Augenblick, der frischeste Augenblick der Begegnung. Und das, wie wir das von den Mönchen ja auch kennen, dass in der Kontemplation dieser Zustand weiß, auf sich verweisend, nicht? Die größte Anstrengung erfordert, im Gebet Gottes Nähe für sich herzustellen, weil man ganz auf sich verwiesen ist. Nicht? So habe ich ja auch Antibilder gemacht mit den Spitzen, auf die Menschen verweisen, du bist so, wie Echnaton sagt, nicht? Sei. Ich hatte mir gedacht, dass auch von der Feldarbeit her, dass man immer, wenn man dasselbe tut, daraus etwas erkennbar wird durch die Fehlerhaftigkeit und Mistakes und all das, was erfolgt, seine eigene charakteristische Struktur darin zu erkennen in den Handlungen. So habe ich gedacht, das muss ich disziplinieren. Dann dachte ich,
Ich mache das wie Tütenkleben im Knast, im Gefängnis, nicht? So dass ich immer dasselbe mache, bis ich zur Erschöpfung in einen Zustand gerate, der mir bis jetzt unbekannt ist. Nur aus meiner Landwirtschaft, wenn die Arbeit so schwer war und man geht trotzdem weiter und weiter, erfährt man etwas. So. Und so war das eine Anregung auch natürlich im Ruhrgebiet, wohin ich kam aus der DDR, diese intensive Arbeitsstätte, wo heute doch 16 Millionen Menschen zusammenleben. Das ist die größte Bevölkerungsdichte Europas als Arbeitsplatz. Nicht? Es ist ja dort mit Kohle, Feuer und Stahl und so etwas entstanden, was auch zum Desaster in Europa mit beigetragen hat. Und dann habe ich gedacht, das ist der richtige Ort zum Handeln. Also der Arbeitsplatz ist die Gestalt und das Handeln ist der Ausdruck. Nicht? Und Material ist direkt bildnerischer Ausdruck. Nicht übermalt, nicht viel gemacht daran oder kosmetisch behandelt. Direkt, wie es kommt und gemacht und gestellt. Und so steht es vor einem, was jetzt meine Werke noch im deutlicheren Sinne zeigen. Die Reihungen, die dann erfolgten durch immer dasselbe Tun, was ich eben schon auf das Tütenkleben angewendet habe, das hat dann doch zu Dingen geführt, dass ich Material einsetzte. Auch natürlich im Vergleich zu Streminski gedacht, der zu Malevich geäußert hat, er wäre doch ein zu großer Symbolist in seiner schwarzen Fläche und seiner weißen Fläche. Also es ist eine ungeheure provokante Herausforderung. Aber es bedeutet noch die Einschränkung des Frames und so. Und er würde eine strukturelle Entwicklung betreiben, die keine Hierarchien zulässt. Nicht keine Bildhierarchien. Das gibt ja bei Matisse auch schon, dass der Schrank wie der Rücken ist und das, und wie unter Allah, alles, was in der Schöpfung erscheint, ist zeugt von der göttlichen Herkunft. Nicht? Gleichwertig. Der Glanz, wie man sagt, Augustinus sagt, die Schönheit ist der Glanz der Wahrheit, aber wie trügerisch ist der Glanz, nicht? Aber wie wahrhaftig ist die Akzeptanz aller Gegenstände, die in der Welt sind, dass sie aus der Schöpfung, aus der Genesis uns in der Gegenwart umgeben und keine Hierarchien, auch nicht im Bild entstehen. Das ist der Mittelpunkt der Mensch und dann außen ist seine Atmosphäre. Alles ist eins. Nicht? Und seine innere Verfassung ist durch seine geistige Entwicklung vermählbar, wie Hochzeit. Nicht? Er kann jeden Tag Hochzeit feiern mit der Natur, mit all den Erscheinungen, den kosmischen Erfahrungen, die man hat und es zu einer geistigen Wirklichkeit machen. Und das notieren wie ein Komponist auf der Reihe, nicht? Das kennen wir ja auch in späteren großen Komponisten in den Partituren. Und das war der Ausgangspunkt meiner Arbeit. Ja, immer war es kontrovers, auch bis heute, ja klar. Aber es gibt keine persönliche Feindschaft, sondern immer eine Respektabilität vor der individuellen Schöpferkraft jedes Einzelnen. Und wenn wir nicht alles, was der Mensch hervorbringt, akzeptieren, dann verurteilen wir den Menschen. Denn er ist mit allen Möglichkeiten behaftet. Ich kann genauso ein Mörder sein, ich kann randalieren, ich kann liebkosen, ich kann zärtlich sein, ich kann singen. Also alles, das ist möglich. Wenn man nicht den komplexen Menschen akzeptiert, führt es weiterhin zu diesen furchtbaren Desastern und kriegerischen Handlungen, wie ich sie ja noch als Kind eben erlebt habe. Hans Arp hat mir mal gesagt, also ich habe auch Holzstücke reingenagelt in das Bild, also es war im Dada nicht ganz unbekannt, nicht? Aber dass ich dieses Material zu einer Monostruktur erkläre und dann ja, das ablesbar, so wie gleichwertige Reihen und Strukturen erlebbar mache, das ist konzeptuell etwas anderes als eine Befestigung eines Gegenstandes im Bilde. Also ich gehe gerne in Ausstellungen, ich war ja jetzt auch in New York und in Teheran und in Kuba gerade und schaue in die Gesichter.
und erkenne hoffentlich die Aufrichtigkeit meiner Werke. Also ich lerne durch den Betrachter. Ich gucke die Werke nicht an, ich gucke die Gesichter an, die meine Werke betrachten, um darin zu lesen, wie aufrichtig ich bin in meiner Bloßstellung. Also es ist ein Entnacktungsprozess von mir selbst. Ich bin der Akt, nicht? Und zeige mich in meinen Werken transformiert, nicht? So in dieser, mit diesem Prozess Direktheit zu verwirklichen. Und wenn ich in die Gesichter schaue, wenn die Rezeption im Gesicht erkennbar ist, lese ich daraus, wie weit ich meine Lügenhaftigkeit, meine Selbsttäuschungen, meine Unvernunft und alles überwinden kann. Ich erkenne in den Gesichtern meine Mistakes und meine Fehler das ist wie ein Buch. Ja. Also ich betrachte die Gesichter der Menschen, die meine Werke betrachten. Die Menschen, die davor stehen, betrachten meine Werke und ich lese es in ihren Gesichtern. Das ist eine für mich ganz große Lebenserfahrung. Besonders in fremden Kulturen, an den Orten wie jetzt im Iran, wo 60.000 Besucher kamen auch und diese Rezeption stattfand, weil das mich so Befremdende ist eigentlich die Quelle meiner Kunst. Und ich meine auch, die Quellen der Kunst liegen außerhalb der Kunst. Die Kunst kommt nicht aus der Kunst. Das sind die Mittel, mit denen wir wohl sprechen, zum Ausdruck bringen und alles. Also die Praxis, nicht? Die Praxis des Handelns. Aber die geistigen Quellen liegen außerhalb der Kunst. Und die Banalität ist ein Reichtum, nicht? Wenn man die Differenzen erkennt, weil die Zärtlichkeit des Banalen in der Verfügbarkeit, wie Menschen damit umgehen, sind dem Menschen so nah, dass ich daraus lerne. Also das Sprachliche und das Unsprachliche. Man kann sagen, die Sprache verliert sich im Jubel der Schöpfung, im Gesang. aber das Unsagbare, das zu benennen, ist auslöschen. Also das Unsagbare sollte man mit anderen Mitteln unalphabetisch verwenden, deshalb die Bilder. Und wir brauchen diese Bilder, um die Grenzen des Sagbaren zu überschreiten, um in diese Welt, die man auch im Theologischen als mystische Welt bezeichnet, oder wie die Sufis es durch den Tanz erfahren, oder wie in der Kabbala, das Mystische offenbart sich im Tanz. Nicht? Das sind Momente, die die Kunst eben erreichen kann und in der Rezeption durch den Betrachter auch erreichbar ist. Und das sind ganz lebenswichtige visionäre Erscheinungsbilder. Das ist wirklich die materialisierte Vision, nicht, die so flüchtig ist und das vergehende Sein vertieft. Also, dass man auch über das noch Sichtbare hinaus etwas entdeckt, aus der inneren Kraft visionär zu sein, den Reichtum des Lebens auch zu feiern. Der unalphabetische Prozess, nicht? Das Alphabetische findet natürlich manchmal in der Unlesbarkeit aus einer anderen Kultur und so auch einen sehr intensiven strukturellen Ausdruck, der einen beschwingt und sagt, wie schön sind die chinesischen Buchstaben oder japanischen oder die Khmer oder die arabische Schrift oder Farsi ist wunderschön. Und dann denke ich an Dichter und Poeme der persischen Kultur, an Hafiz und der Goethe auch sehr beeinflusst hat und diese Wechselwirkung von europäischer Kultur und orientalischer
ist ja die Quelle auch europäischen Denken und Handelns. Also, aber die Überschreitung des nicht mehr Sagbaren, dann dafür einen Ausdruck zu finden, nicht? Da kann ich nur sagen, so oder ja, nicht? Das ist ja nicht, oder ich tanze, nicht? Das ist möglich dann. Das ist unalphabetisch und das ist der Übergang, nicht? Und dann kommt man in eine andere Wahrhaftigkeit. Der Atatürk hat noch 1932 die Derwischtänze verboten. Das war schlecht, nicht? Nur weil er europäische Vernunft anstrebte. Aber in den Künsten ist diese Irrationalität und die Weite, die Unendlichkeit von Wahrnehmung für den Menschen enthalten. Also wenn auch manchmal nur als Kuss oder als Ansatz oder als Fingerzeig, wie in Colmar durch das wunderbare Werk, nicht, von Malern. Und das ist ein Abenteuer, das hervorgeht aus des freien Handelns, bei mir des Randalierens. Und in der Randale finde ich, auch wie jetzt hier in meiner letzten Lithografie, unter dem Titel Verletzung, Verbindung, das, was wir hinterlassen als Zerstörung, sind alles Zeichen unalphabetischen Charakters von unserem Sein. Nicht? Und wir müssen das akzeptieren und lesen, um als Umgang damit zu verfahren. Nicht? So wie ich sage, es ist wie ein Besteck oder wie der Finger in der Nase oder alles, was unartig ist. Also immer Unkunst. Ne? Ganz am Anfang, ja, habe ich dann gedacht, ich muss sehr weit von der Leinwand mich entfernen, um etwas zu erkennen, durch die Luft geschossen, das niederschlägt dort. Und wenn ich das jeden Tag mache, habe ich wochenlang gemacht, in meine Atelierfenster weiß gestrichen, die Scheiben, und jeden Tag geschossen, weil ich dachte, irgendeine Wiederholung einer Chiffre erkenne ich durch dauerndes Tun. Und denn man hat natürlich die Ballistik und das Einschlagen und das Drama ist beendet und so und das Abschießen. Und daraus habe ich etwas gelernt, das ich nicht artikulieren kann, aber das gehört zu meiner Entwicklung, meiner bildnerischen Sprache. Nicht? Also diese Linie im Raum, so der Bleistift, der eine Linie zeichnet und in das Papier geschlagen ist und einen Schatten bildet, das ist der Nagel. Das ist der Schatten, ist dann der lebendige Schatten des sich wandelnden Tages bis zum Umfangen der Nacht. Ich arbeite total bewusstlos. Und ich habe selber in meinem Leben sehr viel daran gearbeitet, Gedanken auszulöschen. Also nur phänomenologisch kann man denken, in Klängen. Das kann kontinuierlich immer gehen, nicht? Also es sind Zustände, die dann erreicht sind, wenn ich mich Tage auf ein Werk konzentriere und dann darin arbeite, total bewusstlos. Keine Reflexion und keine Korrektur und nicht vor- und zurücktreten und sagen, ich will Kunst machen. Das muss anders sein. Dann ist das ausgedacht, ja. Also es ist nicht dieses gedankliche Konzept, etwas auszuführen, dann ist man ein Darsteller seiner Gedanken. Nicht? Okay. Aber aus der Unmittelbarkeit des Handelns, bewusstlos, unalphabetisch, aber in einem ja, so was wie einem angehobenen, kann es sein. Dann entwickelt sich der betrachtbare, ja, so was wie mein eigener Golem, nicht? Also, das ist so eine Figur, die nenne ich dann auch Öcker, ja. Hat aber nichts mit mir zu tun in der Gegenwart, ist Geschichte. Und wenn Menschen das bewahren, ist das wunderbar. Also es reicht, wenn man ein Dach drüber macht, dass sie nicht nass werden, die Sachen. Ja, kann ich nicht denken, dann kann ich nicht arbeiten. Also das ist prozessiv und das geht in der inneren Bereitschaft, Risiko einzugehen und sich zu entlarven. Und es ist so wie ein Kokon, nicht? Denn man enthüllt
Nicht? Das ist die Travestie und begleitet uns im Konsum und wir enthüllen uns ständig. Kleine Bilderband, bei dem ich widerspreche, ja. Aber das kenne ich natürlich. Und der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Das ist schon sehr erschreckend, aber es ist wahr, nicht? Und das ist etwas, was mich existenziell sehr berührt und auch mitschwingt in ständiger Gegenwart. Und ich denke ja dann doch, also wenn ich dann nicht aus meiner Arbeit austrete, dann kann ich sagen, ja doch, das Mitgefühl zu vermehren für andere Menschen, das ist schon sehr schön. Und das Mitgefühl ist nicht nur alphabetisch, das ist auch phänomenologisch und es ist eine liebevolle Hinwendung. Wie ich sage, dass Briefe an einen Unbekannten zerrissen, über den Berg geweht und unerhalten. Flüchtig, vorläufig, wie die Flut. Also es ist auf der einen Seite sicher wichtig, eine rationelle Ausbildung zu haben mit Materialien, also so chemische Kenntnisse zu gewinnen und mit Materialien Umgang zu pflegen und so, dann tiefere Einsichten zu gewinnen, wie in einem Labor, aber auch Selbstversuche, hauptsächlich Selbstversuche. Die Prozesse zu beobachten, die entstehen, wenn man etwas Unzusammenhängendes, scheinbar Unzusammenhängendes in einen Zusammenhang bringt und was daraus erkennbar wird. Also diese laborhafte, experimentelle Arbeit ist Voraussetzung, sich eine eigene Sprache zu schaffen, die dann der künstlerische Ausdruck seiner Individualität bedeutet. Also man hat ja eine gewisse Lebenszeit und nur diese Zeit ist zur Verfügung, nicht mehr. Diese visionäre, diese phänomenologische Bildhaftigkeit etwas mitteilt, und besonders von denen, die diese besondere Begabung haben auch oder eine hohe innerliche Anstrengung verfolgen, um es zu erreichen, das, was man ahnt, nicht so. Das ist dieses Ahnbare, was einen ständig, wie mich ja doch ständig berührt und manisch treibt, nicht? Da ist etwas und es findet noch keinen Ausdruck in meinen Werken, aber ich weiß, dass es ist und sage mir, das Eigentliche ist noch nicht getan. Ich arbeite nur immer prozessual daran und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin dem nahe. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist der innere Charakter des Getriebenseins und des fast manischen Ausdrucks. Ja, das ist, kommt darauf an, wie frei die Gesellschaft ist, den Künstler zu akzeptieren. Er muss erst um seine eigene Freiheit kämpfen und seinen eigenen Ausdruck durchsetzen gegenüber den Konventionen, die in einer Gesellschaft bestehen. Also er kämpft ständig gegen die Vereinbarungen, die Konvention, die da besteht. Das ist Kunst und das ist nicht Kunst, das ist gut und das ist böse und eigentlich gibt es nur gut und schlecht. Und das ist seine Praxis. Also er sollte die Gesellschaft beunruhigen und sich behaupten. Nicht? Also nicht in die Guillotine gehen, sondern erst mal behaupten. Es sind eben diese dichten Felder von kontemplativem Handeln, dass man anfängt in der Mitte, man hat ungefähr, ich habe nur die Vorstellung eines, wo es aufhört, nicht so. Und die Randzone als Unschärfe, nicht, der Sehnsucht. Und dann fange ich in der Mitte an und bei einem Nagel eingeschlagen, sagt man, ach ja, wirkt ja toll auf der Fläche. Nicht? Und wenn es ein bisschen mehr sind, verliert es wieder an Qualität
und wird immer beschwerlicher, diesen Zustand aufrechtzuerhalten, weil ja noch so viel zu tun ist. Aber die Überwindung dahin, das habe ich ja in der Landwirtschaft gelernt, die Überwindung, dann doch immer weiter zu arbeiten, bis zum Horizont zu pflanzen und zu hacken und so, das führt dahin, dass ein anderer Zustand in mir sich entwickelt. Und diesen Zustand dann zu erleben, führt dazu, dass man mit einer großen, ich könnte fast sagen, also einer Süße des Lebens befangen wird. Nicht? Das ist sowas, ich finde das Gefühl zu leben darin und versuche in dieser Dichte, wie in einer Ikone, das Bild in einer Ikone, diese dichte Präsenz des gelebten Lebens, meines in dem Fall durch Handeln, sichtbar gemacht, zu vollenden. Ja, das ist das Feld. Es ist nur ein strukturiertes Feld. Quantitativ ist es Ausdruck meiner Empfindung. Nicht? Und ganz verdichtet, lange Zeit vorher, komprimiert. Und dann Handeln zum Ausdruck, wie eine Befreiung Handeln zum Ausdruck gebracht. So ein Wechselspiel. Man komprimiert so stark, dass man leidet darunter und dass man durch die Arbeit Befreiung empfindet und in einer Anstrengung bestimmte Quanten zu überschreiten, Qualität zu erfahren. Das ist dann, wo nach Marx auch, wo Quantität in Qualität umschlägt, durch die noch nicht erfahrene Grenze, die einem immer die sich auch immer weiter entfernt, aber man tiefer eindringt. Nicht? Die Grenzen sind ja erst gedacht und schön, wenn ich das habe, springe ich rüber, 2 Meter, okay. Aber wenn man das immer weitermacht und das in der visuellen Manie, so, dann ist das, geht das bis ins Unendliche. Dann entlassen, nicht? Rausgeschmissen. Eine Depression, oder? Nein, das ist so, ja, die Tür zugeschlagen, ja. Und ich sehe das auch nie an und korrigiere das nicht. Es ist immer flach gemacht und nie gesehen, nur gefühlt. Und dann steht das, und das ist ein Zeugnis meines augenblicklichen Seins. Das muss ich auch akzeptieren. Manche Werke sind so, dass ich sage, das ist in mir, das ist von mir hervorgebracht. Und wenn man nichts will, dann kommt das ja freiwillig als Mystik, nicht so. Das ist ja grauenvoll, ja. Aber es ist wahrhaftig. Und ich lasse alles, ich korrigiere nichts. Die Geistigkeit ist vielleicht ein ausgehend von einem Erregungsfaktor, der im Betrachter sich verwirklicht. Also ohne Betrachter gibt es da nichts. Wenn Sie das Licht ausmachen, ist das Bild weg. Ja, es gibt dann diese Vereinbarung, nicht? Da sagt man, ja, das ist, wir verstehen das Werk und folgen die Entwicklung und sehen, wie sich das verdichtet und immer das Wunder des Lebens, nicht? Vergegenwärtigt. Also ich meine, die Komplexität des Menschen zu akzeptieren, nicht? Seine Position zu vertiefen und für sich selber verstehbar zu machen und nicht die eigenen Vorurteile, die man gebildet hat und die aus der Geschichte natürlich eine Hybris bedeuten für die Verwirklichung von Gemeinwesen und Miteinanderleben. Aber es gibt so viele Widersprüche in der Welt. Und ich meine, Widersprüche im Menschen vereint sind Ausdruck seiner poetischen Kraft, nicht? Sind Ausdruck seiner Poesie. Und dieses Befremdende zu erfahren, vertieft ja auch den Menschen in andere Menschlichkeit. Und wir werden reicher, wenn wir uns aufmerksam all dem zuwenden, was uns so zuwider ist. Und wir werden darin erkennen, dass es da wundersame Quellen gibt, einen Impact von tiefer Herkunft,
die als Dialog und als menschliche Erfahrung, weil wir heute auf der ganzen Erde uns fühlen und dann in der Gravitation sich schwebend verhalten, und da denke ich, ja, die Welt denkt sich selbst und wir partizipieren mit unseren Synapsen daran, aber es gibt keinen Denker mehr. Es ist eine phänomenologische Gesamtheit des Erkennens von Welt, und alles, was wir davon ableiten, ist unser Leben für die Zukunft und die Gegenwart. Und wenden wir uns denen zu, die uns am fremdesten sind, denn alles ist menschlich, sonst gilt das Wort der Schöpfung von Gott nicht. Also das ist Arbeit, nicht? Also Glauben ist sehr viel Arbeit, aber ich arbeite ja dran. Ja, ja, nein, Glauben ist aufgehört, ja. Wenn Sie glauben, sagen Sie, oh gut, da ist mein Vater, ich, okay, ja. Nicht? Aber damit, das ist Arbeit, das ist Gottes Nähe herzustellen, sieht man ja in Jerusalem bei den Juden. Ne? Schau auf mich, ich lese die Schriften, schau auf mich, ich bin, nicht? Oder auf dem Berg Athos, wo die Orthodoxen fast fliegen wie Chagall-Personen, so morgens um 3 Uhr und sagen, schau auf mich und so, ich bin Gott. Ja, ist eine hohe Anstrengung, aber ich habe diese Anstrengung nicht immer. Ich arbeite als bildnerischer Mensch, aber ich bewundere das. Ja, die Welt ist ein Wunder weiterhin.